Herzlich willkommen in Anis Welt. Wunderschön in der bergigen Gegend gelegen, befindet sich der Wanderweg zum Hünengrab Schallerholz. Von schönen Wäldern umgeben, läuft man circa 1 Kilometer durch den sehr gut beschilderten Wald bergauf. Im Gegensatz zu Dolmen, die aus mehreren Tragsteinen und Megalithen erbaut werden, besteht ein Hügelgrab aus aufgeschüttetem Sand und einem Steinkreis um den Hügel herum. Der Grabhügel im Schallerholz befindet sich in Nürnberg. Schallerholz findet man auf dem archäologischen Wanderweg, der mehrere Grabhügel miteinander verbindet. Die archäologische Wanderwegbeschreibung ist bei dem Heimat- und Geschichtsverein Neunkirchen erhältlich. Das Hügelgräberfeld soll in der frühen Steinzeit zwischen 750 und 500 vor Christus entstanden sein. Neben Eisen und Bronze, die zur Herstellung von Waffen und Schmuck verwendet wurden, fand man als Grabbeigabe auch Keramik und Metallgegenstände. Schriftliche Nachrichten aus den antiken Mittelmeerländern bestätigen, dass die frühen Kelten Süddeutschland besiedelten. Bevor man begann, gut betuchte Menschen in Grabhügeln zu bestatten, wurden die Verstorbenen auf Scheiterhaufen verbrannt. Ausgrabungen an diesen Grabhügeln fanden schon in dem Jahre 1832 statt. Wobei die Grabbeigaben wie Tonfiguren, Schlüssel und Schmuck gefunden wurden. Die Grabbeigaben ließen auf einflussreiche Frauen und Männer schließen, denn einfache Leute wurden in Erdgruben oder kleineren Grabhügeln beigesetzt. In den meisten Fällen umgab ein Steinkreis den Grabhügel, aber auch flache Gräben. Ein auf diese Art umfriedetes Grab galt als heiliger Bezirk. Als Haus der Verstorbenen wurde im Inneren des Hügelgrabes Holz und Steine errichtet und der Verstorbene damit ummantelt. Neben den Grabbeigaben fiel auch die Lage des Leichnams auf. Sie wurde in Ost-West-Richtung gelegt, was auf die Verehrung der Sonne schließen ließ. Auch bemerkenswert ist, dass der griechische Geschichtsschreiber Herodot 885 bis 452 vor Christus das keltische Volk im Bereich Handelsbeziehungen bereits erwähnte. Ich hoffe, mein Beitrag hat dir Freude bereitet und du bist auch bei meinem nächsten Beitrag wieder dabei.